Davor habe ich noch nie was von der Young Company gehört. Dann wurde es mir einfach weiterempfohlen. Dann habe ich mir gedacht, melde ich mich mal da an. War neugierig, um zu sehen, wie das so ist, mit einer professionellen Choreografin zu tanzen. Derjenige aus Streetdance kommt oder aus Breakdance oder Ballett oder dann fließen die ganzen Stile da rein und so entsteht von 20 Jugendlichen ungefähr ein Stück. Ich kann meine Geschichte nicht erzählen, so, weil die mir einfach viel zu nahe liegt. Ich sage den Menschen nicht wirklich, was passiert ist, so, drück meine Geschichte im Tanz aus mit meinen Bewegungen. Mein Vater habe ich keinen Kontakt mehr so. Meine Mutter findet so, dass ich eh nichts auf die Reihe kriege, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Ich habe ja auch immer gesagt, oh, ich kann nicht und ich bin total scheiße, ich kann das nicht. Und ja, dann bin ich zum Breakdance gekommen und so habe ich mein Leben neuen Sinn gegeben. Durch Breakdance bin ich zum Hip-Hop, zum Rappen, vom Rappen zum Sprayen und jetzt bin ich hier. Das ist ja hier viel mit Improvisation. Hätte ich jetzt so einen Kurs oder irgendwie mitgemacht, so mit einem Tanzlehrer, so richtig irgendwie da. Hätte ich eigentlich nur nachgemacht. Dann wäre ich vielleicht nicht ich selbst gewesen, sondern hätte nur versucht, Schritte irgendwie zu verfolgen oder nachzumachen. Und das Tanzen verbindet einen dann schon, vor allem wenn man Jutta nicht so gut kennt. Und dann zusammen aber auch irgendwie Gemeinsamkeiten findet, wie man sich ausdrucken kann oder wie man ohne Worte sozusagen miteinander kommunizieren kann. Ich muss sagen, dass ich am Anfang ziemlich skeptisch war, so von wegen Barfußtanzen und so. Ich habe übelst abgekotzt. Vor allen Dingen hatte ich dann übelste Fußschmerzen. Also ich habe mich eigentlich sehr gut entwickelt, weil davor war ich nicht so ein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht. Habe ich jetzt auch ein Solo am Ende bekommen. Jetzt bin ich auch mehr selbstbewusster geworden und gehe auch mehr auf die Leute zu.